Hallo, hier ist wieder euer Knochenbowser LP mit einem neuen Part von Super Mario 64. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich in der Schneewelt im Kurs 3. Denn wir haben noch ein paar Sterne vergessen, die wir noch machen müssen. Und die gehören halt zu den Sternen. Zu den 70. Also es gibt mehr als 70 Sterne. So um die 120, glaube ich. Oder belege ich falsch? Aber egal. Oh, wir haben ja schon alle Sterne gesammelt. Im Kurs 3 sind wir ja komplett fertig. Dann brauchen wir auch nicht mehr hierher kommen. So, wo wir aber noch nicht fertig sind, ist Welt 3. Aber da gehe ich jetzt auch nicht hin, weil... Ja. Gehen jetzt erstmal in die Geisterwelt. In die Villa. Wo die Buhus leben. Und da sind wir da auch schon fertig. Immer gucken. Welchen Kursen, wo wir noch nicht fertig sind. Sind wir da schon fertig? Ich weiß nicht. Gucken wir einfach mal rein. Ja! Einwandfrei! Oh, was hat denn mein... Ich alles so gemacht hier. Fast alle Sterne. Fast alles fertig hier. Da war ja aber jemand fleißig. Ich werde in den ersten Parts kommen. Ja, werden schon ein paar Sterne fertig sein. Aber in Welt... in Piratenbuch Panik findet ihr 8 roten Münzen. Ja, da habe ich ein bisschen... mich nicht so klar gekommen. Hier ist jetzt auch die Metallkappe. Wartet. So, ich habe da auch gleich die ganzen Sterne. Die ersten, die unter Wasser sind, weil... Ja, durch die Metallkappe sind wir nicht nur metallisch, wenn ich das so sagen darf, sondern wir sind auch gleichzeitig unverwundbar. Wir können also von jedem Gegner getroffen werden. Aber jetzt lässt die Wirkung nach. Jetzt sind wir wieder der normale Mario. Das müssen wir auch, glaube ich, sein, weil hier oben ist noch einer, ne? Ja, da oben. Das ist die Nummer 3. Hier habe ich ja den Stern abgebrochen, weil ich nicht wusste, wo noch rote Münzen waren. Zum Beispiel die Nummer 4. Da ist eine rote Münze und da. Bei den Schiffen. Bei dem Schiff, bei dem Geisterschiff da. So, dann ist da unten noch, das ist die Nummer 5. 6, 7, 8. Ja, doch, passt. Ist da unten noch eine? So. Jetzt ist ja auch das Experiment vorbei. Bitte stirb hier bitte nicht weg. Über Mario, das will ich. Das will ich nicht, dass du mir hier wegstirbst. So. Naja, eigentlich ist die Challenge auch vorbei. Und die kommt ja nach dem Let's Play, also nach dem letzten Part, hänge ich dann noch die Bestrafung dran. Es wird unangenehm für mich werden. Naja. Bei. Oh, jetzt hör aber auf. So. Die Kamera. So. Ach, das war ja auch so schön, um wahr zu sein. Ja, ich zerstöre die ganzen Kästen, damit ich da nicht mal rüberkommen kann. Was war denn jetzt? Ich will jetzt auch hier nicht den ganzen Part über an diesen einen Stern hier hängen. Ist schon peinlich genug, glaube ich. Auch schon ein bisschen schwer, hier rüber zu kommen. Ja doch, das sind alle Münzen. Hier. Genau. 6 und da oben sind 7 und 8. Eigentlich war der Stern ja eigentlich ganz leicht. Ich hätte ihn schaffen können. Dann müsste ich die roten Münzen jetzt hier sammeln.
7 und 8. Und der Stern spawnt genau auf dem Schiff. Fabelhaft. Okay. Und ich werde nächste Woche... Ich habe einen kleinen Zweitkanal gemacht. Aber ich werde euch noch nicht den Kanalnamen sagen. Weil ich den... euch es nächste Woche Montag, glaube ich, sagen werde und euch verkünden werde. Da werde ich auch das erste Video hochladen, also auf meinen Zweitkanal, aber ich werde euch noch nicht sagen, wie er heißt, und der Streeter hält auch bitte seinen Mund, ansonsten gibt's Ärger. So, wie heißt der Stern? Fliege zu den Steinsäulen. Okay, das ist schon mal ganz gut. Ich hoffe, die Kanone ist offen. Ich hoffe, die habe ich aufgemacht. Nein. Ich war ein bisschen doof und habe die Kanone nicht aufmachen lassen von dem Bauern. So, komme ich da jetzt? Nee, da komme ich nicht hoch. Leider. Ja, irgendwann kommt auch das Let's Play zu Super Mario 64 DS, aber es kommt nicht nach Super Mario 64. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschluss bereit. Ja, mach das. Ich werde das nicht gleich nach Super Mario 64 machen, weil es einfach Blödsinn ist, einfach erstmal hier Super Mario 64 zu machen und dann, also es dann zu beenden und dann Super Mario 64, das ist Schwachsinn. Es kommt dann erst, was weiß ich, 6, 7 Projekte später und dann. Ja, werdet ihr die DS-Version kennenlernen. Ja. So, jetzt muss ich einen perfekten Schuss hinkriegen. Ansonsten schneide ich den finalen Versuch einfach rein. Wie ist dann geschafft? Das ist kompliziert hier. Ja! Entschuldigt für das Gebrülle. Und jetzt. Ja! Erst Versuch! Gut, dann haben wir noch genug Zeit für einen Stern, der auch nicht so lange dauert. Okay. So, dann machen wir noch einen dritten Stern. Wir haben es auch eigentlich... Laufe durch den Strudel. Das ist doch eine leichte Aufgabe. Dafür brauche ich den lieben Metall Mario, aber jetzt nicht. Wir müssen erstmal davor schwimmen. Weil diese Aufgabe ist, die habe ich als Kind gar nicht kapiert. Also, da habe ich immer versucht, da bin ich immer in den Strudel geschwommen und habe versucht nach unten zu schwimmen mit Mario, aber es hat nicht immer funktioniert. Ja. Das war aber, glaube ich, auch in den Super Mario 64 DS. Habe ich es auch probiert. Habe ich sogar mit... nein, ich werde es noch nicht verraten, welche Charaktere da vorkommen. Habe ich damit, auch mit... So mit... Aber ich habe es nie geschafft. Also die Mission kann man wirklich nur... Also den Stern kann man wirklich nur mit dem Metall Mario kriegen. Anders geht's nicht. Ja, die Steinsäulen sind wieder wütend. Die wollen mich wieder zerquetschen. Das können sie aber echt vergessen. Und hier gibt es sogar einen Stern, den man nur mit dem unsichtbaren Mario schaffen kann. So, jetzt laufe. Nein, dürfen keine Zeit verlieren, Leute. Hier kann man ja gar keinen Weitsprung machen. Stimmt ja, Wasser. Lauf! Nein! Schade. Man darf nicht springen. Mann. Aber ich will doch jetzt nicht an diesem Stern hier festhängen. Das ging in die Hose. Das hat sich nicht so gut auf den Teppich gemacht. Das war mal Weitsprung-Action hier. Mach Weitsprung. Nein, mach doch nicht so einen Mist, Junge. Komm, Mario, sei lieb. Guck mal, hier muss man nur
Ja, Leute, der Stern ist auch irgendwie unschaffbar, weil... Ja, weil Baum... Ups, da sieht man die Maus. Dieser Stern ist leider unschaffbar. Da müssen wir einen anderen machen. Und ich weiß auch schon, welchen ich mache. Ich habe den schon mal geschafft jetzt bei meiner für euch. Ich weiß jetzt nicht, warum es jetzt nicht so funktioniert hat, wie es da. Wo ist denn das? Ist das hier nicht oder ist das nur bei Super Mario 4? Oh, gut, dann. Weil Mario so eine Faxen hier gemacht hat. Dankeschön, lieber Mario. Jetzt müssen wir länger machen. Oder jetzt muss ich länger machen. Ja, ich stehe da nicht rum. Ich mach Weitsprünge. Natürlich muss man auch sehr flink sein, weil. Bei der Aufgabe darf auch keine Fehler machen, ja? So, wenn ich das jetzt nicht in diesem Versuch hier schaffe, dann schneide ich es rein. Nein, wir werden es definitiv schaffen. Jo, das war doch eigentlich ganz einfach. Und was ich gesagt habe, dass es unschaffbar ist. Nein, man muss einfach nur sehr schnell sein und sehr viele Weitsprünge vollführen. Dann kriegt man es auch gebacken. Und ich sehe auch schon, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin, ciao.